Herzlich willkommen in meinem Kanal und zu meiner Playlist Nähen ganz einfach. Und heute auch mal wieder ein Thema für Anfänger. Mein heutiges Video handelt davon, wie ihr ganz spezielle Knopflöcher machen könnt, ohne an eurer Nähmaschine die Knopflochautomatik zu benutzen und gleichzeitig einen Knopf noch ganz besonders in Szene zu setzen. Die Idee, das euch so zu zeigen, ist ganz einfach aus dem Grunde heraus, dass ich weiß, dass es manchmal sehr schwierig und kompliziert ist, ein schönes Knopfloch in ein Teil einzuarbeiten. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass die Haushaltsmaschinen leider nicht so einen guten festen Druck haben, um immer ein akkurates Knopfloch zu machen. Das ist okay bei einer Bluse, bei einem dünnen Stoff, aber die meisten von euch werden es schon erlebt haben. In dem Moment, wenn ihr irgendwo eine Naht habt, die sehr nah an dem Füßchen ist, das den Stoff hält, um das Knopfloch zu machen, dann werdet ihr es schon festgestellt haben, dass plötzlich alles wegdrückt, weil die Maschine ja den Stoff weiter transportiert und plötzlich ist die Naht da im Wege und das Knopfloch gelingt nicht. Und dann habt ihr vielleicht ein wunderschönes Teil gearbeitet und durch das Knopfloch ist es ein bisschen verhunzt. Deshalb diese Methode, wie ihr ganz einfach und leicht Knopflöcher mit der normalen Maschine, eben mit anderem Zuschnitt und so weiter, machen könnt. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht, denn nun zeige ich euch, wie ihr das machen könnt. Auf geht's! Und hier ist nun die Anleitung für euch, wie ihr ein solches Knopfloch ohne einen Knopflochautomaten in ein Kleidungsstück an der beliebten Stelle, wo ihr es benötigt, reinmachen könnt. Gehen wir mal davon aus, ihr möchtet dieses Knopfloch in eine Taschenpatte machen. Natürlich braucht ihr zuerst die Schablone dafür, für die genaue Größe. Und ihr müsst bedenken, dass ihr bei dieser Schablone gleich eure Nahtzugabe dran macht. Egal, wie breit ihr die haben möchtet. In meinem Fall, wie ihr wisst, ich stelle mir grundsätzlich 1 cm Nahtzugabe an. Denn ich muss ja nun überlegen, wo will ich diesen Knopf genau hinhaben. Der soll ja nicht ganz da unten an die Kante rutschen. Also berechne ich zuerst meine Nahtzugabe und gehe jetzt in meinem Fall nochmal 1 cm darüber. Und übrigens, es ist ganz egal, welche Form ihr nehmt, denn ich weiß, auch wenn das jetzt vielleicht überflüssig ist, das zu erwähnen, aber wenn ich so etwas gezeigt habe, dann kommen sofort Fragen, kann ich das auch bei dem und dem Teil machen? Kann ich das auch so und so machen? Ihr könnt jede Form nehmen, ihr könnt das in jedes Teil machen, solange ihr alle Nahtzugaben und die Schnittteile dann dafür genau für euren Zweck passend eben macht. Also deshalb hier nur ein Beispiel an dieser Patte. Gut, wir haben an die Nahtzugabe gedacht und ich möchte mein Fenster, in das nun dieses Knopfloch reinkommt, nochmals 1 cm unter der fertigen Kante beginnen. Das heißt in meinem Fall jetzt, ich habe mir, wie ihr sehen könnt, genau auf Mitte dieser Taschenpatte einen Strich gemacht, also eine Markierung, habe mir eine weitere kleine Schablone gemacht, um zu sehen, wie groß wird dieses Viereck, das ich darunter setzen möchte. Und habe mir das ab dem Punkt, den ich mir hier markiert hatte, eingezeichnet. Genau da will ich das hinhaben. Gut, dann muss ich weiter überlegen, was muss ich zuschneiden. Zuerst meinen Hauptstoff natürlich. Hier, wie gesagt, alle meine Nahtzugaben sind dran. Das heißt, das ist mein Original-Schnittteil jetzt, wie ich das dann nähen werde. Auf der linken Seite habe ich eine Flisseline, eine ganz leichte, aufgebügelt, denn ich will nicht, dass die Patte einfach zu stark wird. Und habe mir auch hier jetzt schon wiederum mein Fenster, das ich hier machen werde, genau aufgezeichnet. Und habe mir zum Verstürzen jetzt ein kleines Läppchen geschnitten. Das wird man da nicht sehen, aber ihr solltet auf alle Fälle einen dünnen Stoff dafür nehmen. Denn den werde ich jetzt genau mittig drunter legen, dass ich rundum genug Stoff habe,
um das gut auszuschneiden. An der Nähmaschine werde ich nun einmal genau dieses Viereck jetzt ausnähen. Und auch da denkt dran, natürlich hätte ich auch sagen können, warum mache ich da kein rundes Loch für dieses Fenster. Das könnte ich machen, aber dann hätte ich auch meine Kanten hier abgerundet, um da eine Wiederholung zu haben. Aber weil ich hier dieses eckig machen werde, habe ich das auch eckig gemacht. Also ihr seht, auch da könnt ihr schon wieder eine Veränderung reinbringen. Wenn es eine Taschenpatte werden soll, macht euch hier eine Rundung und dann könnt ihr das oval oder auch rund machen zum Beispiel. Gut, was benötige ich ansonsten noch vom Zuschnitt her? Ich brauche ja noch ein Gegenstück dazu. Und dazu brauche ich zwei Hälften, nämlich genau diese beiden Hälften. Aber die Hälfte muss so groß sein, dass sie mir, wenn ich das Knopfloch genäht habe, da wird meine Naht sein, muss es mir ja wiederum diese Kante genau abdecken. Das heißt, ihr müsst das so ausrechnen, je nach Größe eures Fensters, dass dieses Teil, das ihr jetzt hier schneidet, mindestens bis dahin geht. Ihr könnt sehen, meins geht sogar weiter, das geht bis dahin, denn ich möchte sicher gehen, dass mir das alles verdeckt. Zum Schluss irgendwas nochmal verschneiden, das kann man immer machen, aber ihr seht, das muss so sein. Und auch hier könnt ihr euch jetzt wieder anzeichnen, genau wo eure Naht sein muss, nämlich genau hier, seht ihr ja. Hier oben könnt ihr es euch auch oder solltet ihr euch das auch markieren. Dann macht ihr euch eine leichte Markierung durch. Und auch hier wieder müsst ihr jetzt dran denken. 1 cm wird eure Nahtzugabe hier unten sein. Ein weiterer Zentimeter gehen wir ja hier hoch. Das heißt, da genau wird jetzt meine Öffnung für das Knopfloch sein. Aber das wäre mir noch zu groß. Dann würde mir der Knopf ganz leicht durchschlupfen. Also muss ich den Durchmesser meines Knopfes mal messen. Denn ich möchte ja, dass der auf der Mitte sitzt. Und dann nähe ich einfach diese Naht zu, markiere mir das und hier wird mein eigentliches Knopfloch sein. Aber lasst mich das mal so weit vorbereiten und dann schauen wir weiter. So, nun könnt ihr sehen, habe ich hier einmal rundherum genäht. Ich lege das mal so rum, da seht ihr das wahrscheinlich etwas besser. Und ihr könnt auch sehen, ich habe nicht in der Ecke angefangen. Ich habe irgendwo auf einer Geraden angefangen. Und das ist egal an welcher natürlich, aber man fängt, wenn man so etwas macht, nie in den Ecken an, sondern immer auf der Geraden, weil sonst bekommt man die Ecken nicht gut hin. Was muss ich nun machen? Ich muss dieses mittlere Teil mir ausschneiden. Und das mache ich ruhig knapper als ein Zentimeter. Ihr seht, ich habe jetzt da so 5, 6 mm, die da noch stehen und muss nun, genau wie ich das eigentlich bei Taschen mache, genau in diese Ecke reinschneiden. Und denkt dran, wir brauchen gutes Werkzeug, das heißt, wir brauchen eine gute Schere, um mit einem Knips, nämlich genau ans Ende dieses Fadens da zu schneiden. Damit ich das jetzt gut rumdrehen kann, gehe damit ans Bügeleisen und bügel mir genau diese Kanten schön flach, schön gerade. Ihr könnt sogar sehen, ihr könnt sogar, wenn ihr mit noch mehr Farben arbeiten möchtet, ihr könntet das sogar so bügeln, dass das hier paspelliert. Das wäre also auch nochmal eine Lösung, eine Idee. Aber in dem Fall heute werde ich das nicht machen, weil ich ja Weiß jetzt als Kontrast, als Gegenstück hier nehme. Und hier könnt ihr es auch sehen, ich habe jetzt diese Naht, die ich mir angezeichnet hatte, zugenäht. Und bevor ich weitermache, nehme ich ruhig mal meinen Knopf und probiere mal, dass der mir richtig durchgeht, ohne dass ich mir die Nähte da aufreißen muss, aber auch, dass er keinen Spielraum mehr zusätzlich hat. Der soll also gerade so genau da durchgehen. Diese Naht werde ich auseinanderbügeln und wie gesagt, das bereite ich jetzt auch gerade vor. Sobald ich nun meine rechte Seite umgebügelt habe, habe mir meine linke Seite der Patte
diese Naht auch ausgebügelt, schön flach. Lege ich nun meine Pattenteile aufeinander und versuche natürlich, das jetzt so aufeinander zu nähen, dass meine Ecken ganz genau hier auf die Naht drauf kommen. Und nun werde ich das genau wie geplant so verstürzen, die Ecken verschneiden, rumdrehen und bügeln oder die Kante knapp absteppen. Das ist nun wieder jedem selbst überlassen. Und wenn ich das jetzt rumdrehe, muss ich noch schauen, ob mir diese innere Naht eventuell, wenn ich hier unten nur einen Zentimeter dran gegeben habe, eventuell hier rausschaut. Dann muss ich ganz einfach da auch noch mal ein kleines bisschen verschneiden, denn das reicht mir ja auch, wenn ich da einen halben Zentimeter drin habe. Das ist also absolut nicht notwendig, da mehr drin zu haben. Ich ribbel meine Ecken gut raus und wie gesagt, jetzt könnte ich erstmal das Ganze bügeln oder ich steppe es gleich, was ich in meinem Fall tue. Ich werde das jetzt einmal knapp steppen und zwar nur einen Millimeter und dann anschließend, wenn die Kante schön gehalten ist, durch den Steppstich werde ich hier einmal rundherum das Knopfloch bzw. mein Fenster auf das Knopfloch feststeppen. Ja, und sobald ihr rundherum gesteppt habt oder gebügelt habt, steppt ihr einmal komplett durch und durch euren Ausschnitt, euer Fenster fest. Dann sieht das von links so aus, egal ob ihr nur eine Rundung habt oder ob ihr ein Viereck habt, so wie ich. Und jetzt geht es nur noch darum, die Patte aufzusteppen, je nachdem wie ihr wollt, und den Knopf anzunähen. Die aufgesteppte Patte sollte dann auch unten drunter unbedingt sauber verarbeitet sein. Das heißt, selbst wenn ihr hier nur einen Kantenstich gemacht habt, könnt ihr ganz einfach hier eine 6-7 mm breite Naht machen, damit die Naht unten drunter komplett verschwunden ist. Und jetzt können wir unseren Knopf zuknöpfen und haben ein wirklich exzellentes Knopfloch. Und nicht nur das, sondern wir haben den Knopf nochmal eine ganz andere Optik gegeben durch das Hervorheben mit den Farben. Und denkt dran, was auch schön ist, wenn ihr jetzt einen Stoff habt, der vielleicht drei Farben drin hat, dann könnt ihr auch hier noch mitspielen, dass ihr nämlich das Unterteil in zwei verschiedenen Farben schneidet. Das heißt, ihr habt hier dann nochmal eine andere Optik drin. Ja, meine Lieben, das wäre es schon für heute. Ich wollte euch nur den kleinen Tipp geben, wie ihr Knopflöcher komplett ohne einen Knopflochautomaten oder beziehungsweise die Einstellungen an eurer Maschine für Knopflöcher, falls ihr die nicht habt, dann könnt ihr so eine Variante wählen und habt ein perfektes Knopfloch. Damit sage ich Tschüss für heute, wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bleibt mir treu, denn ihr wisst ja, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Also, bis bald wieder. Tschüss, eure Lilo.